Eine Tür geht zu, eine andere Tür geht auf. Wir schauen nach Barcelona zu Freddo Fox, was es mit diesem Bier auf sich hat und dem Namen vor allen Dingen. Darüber reden wir, wenn ihr dranbleibt. Hey, schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zu einem neuen Biervideo. Und wenn ihr grundsätzlich Biervideos mögt, dann lasst doch gern da unten ein Abo da und unterstützt den Kanal mit deutschsprachigen Biervideos über Craft Beer von der ganzen Welt. Und heute geht's nach Barcelona. Und da war bis vor, ja, ich glaube, Ende letzten Jahres Edge Brewing zu Hause. Und Edge Brewing war die Tür, die zugeht. Und aufgegangen ist die Tür für Freddo Fox. Und da kommt dieses Bier, ein New England IPA, When a Door Closes, Another Opens. Und ja, ich kenne die Hintergründe jetzt nicht ganz genau. Ich weiß nur, dass Edge Brewing ja von einem Amerikaner gegründet wurde. Und der war, als ich 2016 da war, war der schon irgendwie wieder weitergezogen und hatte ein neues Brauprojekt aufgemacht. Und in dem Fall ist wohl die Crew von Edge Brewing im Standort von Edge Brewing geblieben, hat alles übernommen und macht jetzt unter dem Namen Freddo Fox weiter. Und wie man sieht, auch mit sehr spannenden Dosen, sowohl vom Design her als auch von der Größe. Das ist so diese 0,33er Größe, die man eigentlich von Red Bull oder Cola kennt. Und ich habe jetzt ehrlich gesagt noch nicht so richtig auf dem Schirm, ob ich schon mal eine Dose in diesem Format mit Bier gefüllt hatte. Aber darf ja auch mal ein erstes Mal geben. India Pale Ale, haben wir schon gesagt, 6,5 Volumenprozent, 18,2 Plato und ist gemacht worden mit Citra, Equanaut und Mosaic. Und ich würde einfach sagen, wir schauen mal rein. Ich schaue noch, ob ich jetzt noch irgendwas zu den verwendeten Malzsorten finde. Das müsste ja eigentlich draufstehen, aber das steht so klein drauf. Wheat, Malt und Oats ist drin und Barley, also Hafer, Weizen und Gerste. Also alles das, was ein New England IPA braucht. Hoppala. So, und dann schauen wir uns das Ganze mal an. Geht zumindest sehr leicht auf. Das ist ja bei den großen Dosen immer der Fall. Warum auch immer das mich manchmal kraftmäßig an meine Grenzen bringt. Aber ich finde, es ist eine schöne Dosengröße. Wenn es dann schon 0,33er sein darf, das liegt gut in der Hand und kann man sicher auch gut mitnehmen. Eine schöne, ja, so ein bisschen sonnengelbe, komplett getrübte Farbe, drei Finger breit, eines oh, so leicht, ist das, oh, ist schon noch weiß. Also man kann das noch als weiß durchgehen lassen und macht auch einen sehr stabilen Eindruck übrigens. Hat auch eine gewisse Kompaktheit. Also da ist viel richtig gemacht worden. Ich meine, die kennen sich aus. Also meines Wissens ist der Robin zum Beispiel noch da von Edge Brewing. Hi Robin. War ein sehr lustiger Besuch damals bei Edge und sollte ich mal wieder in Barcelona sein, hoffe ich, dass ich auch mal Freddo Fox dann in gleicher Halle besuchen darf. So, dann würde ich sagen, Nase. Ist jetzt keine Fruchtbombe, wie so manches andere IPA. Es ist schon sehr, sehr tropisch, aber es ist eher so in diese zitrusfruchtige Richtung, ein bisschen Marille, insgesamt sehr frisch und floral. Also aromamäßig habe ich es schon Ärger erlebt, aber wichtig ist ja auf dem Platz. Und das kommt jetzt in diesem Sinne. Cheers. Mmh. Heieiei. Viel Zitrone. Viel Lemongrass, auch ein bisschen Grapefrucht, also kommt auch so ein bisschen so eine Säure rein. Bittere, ich habe jetzt leider keine Angaben zu den Bittereinheiten, aber ich würde die durchaus schon ein bisschen höher als so bei einem klassischen New England IPA einschätzen. Sie bringt nämlich so ein bisschen eine ganz leichte, harzige Note mit. Ansonsten ist schon präsent, jetzt nicht übermäßig, aber wir liegen hier sicher so irgendwo um die 40, wäre jetzt mal meine Vermutung. Aber grundsätzlich sehr juicy, sehr schön weiches, volles Mundgefühl. Und
Das pusht wahrscheinlich auch so ein bisschen die Bittere und auch diese Hopfeneindrücke. Es ist tendenziell, ist kein trockenes Bier, um Gottes Willen, aber es ist tendenziell eher so ein bisschen auf der trockeneren Seite zu Hause und hat einen schönen mittleren Körper, Kohlensäure, fällt jetzt auch nicht durch übermäßige Aktivität aus, ist aber auch nicht zu zurückhaltend, ist schön im mittleren Bereich. Grundsätzlich Weizen, Hafer, schöne, cremig-weiche Textur. Und hinten im Nachtrunk, es wird, und jetzt nehme ich vielleicht ein bisschen was zurück von vorhin, es wird noch ein bisschen trockener, hinten raus. Es kommt eine schöne, leichte Säure auf, es wird vielleicht ein Tick bitterer und es bleibt schön zitrusfruchtig und schön juicy. Und wie gesagt, also dieses schöne, cremige Mundgefühl bleibt und ich muss sagen, also da gibt es wenig, was man aussetzen kann. Und wenn so die Türen aufgehen, when a door closes, another opens, von ProbierTV gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für When a Door Closes, Another Opens, das New England IPA aus dem Hause Freddo Fox in Barcelona, die Nachfolger von Edge Brewing. Und solltet ihr an diesen Bieren interessiert sein, in Österreich sind sie zu haben über bierfracht.at und da habe ich es nämlich auch her. Und können Sie in Eisenstadt besuchen, beziehungsweise ich glaube online kann man es auch kaufen, also habt jede Menge Möglichkeiten. Dann soll es heute gewesen sein. Ich sage danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid. Bis dahin, tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Cheers.